Amulette. In Ordnung, Männer. Bringen wir dieses Stück Carbonit schnell zu seinem Besitzer. Der hat ja einen hässlichen Bart. Hey, Captain Ahnungslos. Boo. Ich hab euch nicht eintreten sehen. Das ist ja Lord cool. Baras hätte kein Empfangskomitee schicken brauchen. Ich bin hier, damit ihr eure Arbeit erledigt. Ich glaube kaum, dass das notwendig ist. Meine Männer und ich haben schon weitaus gefährlichere Aufgaben für Lord Baras erledigt. Der Gefangene ist in Carbonit eingefroren. Es besteht also keine Fluchtgefahr. Und das ist verbündetes Territorium. Ich denke, hier sind wir sicher. Überlass das Grübeln, Lord Baras. In Ordnung. Wie ihr meint. Bringen wir diesen überdimensionalen Eisblock zu eurem Meister. Oh oh. Ja, sehr verbündetes Territorium. Terrarium. Nicht so schnell. Mein Meister hat diesen Eisblock bestellt. Also tretet vom Carbonitmann zurück und niemand muss dran glauben. Und wer weiß, woher das Terrarium ist, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Geplatzt. Ja. Ich bin hier, um stelle ich auch mal eine Quest. Ob das nun euer eigenes Leben mit einschließt, ist euch selbst überlassen. Schau, schau. Wenn das nicht Slestak ist, dein Meister den Eismann auch wollen. Schade. Mir gehören. Das ist aber fett. Ihr zwei kennt euch? Tumar zu kennen bedeutet Tumar zu hassen. Gilt auch für dich, Slestak. Wenn du nicht fliehst, schlag ich zwei Steine mit einem Vogel. Hä? Nein. Das ist falsch. Ich werde Lord Baras nie wieder in Frage stellen. Was tun wir? Töten. Wir töten sie alle. Ich weiß, ihr gehört zu den Sith. Aber ich denke, mit eurem Heldenmut seid ihr falsch beraten. Ich habe eine Idee, Slestak. Wieso spielen wir nicht Glücksknochen mit Schwätzer? Größere Hälfte kriegt die Beute. Ein Waffenstillstand also. Ihr hättet eine Chance gegen einen von uns, Sith. Aber auch ein Meisterkönner der Macht würde hier versagen. Nö. was mache ich jetzt? Ich werde euch töten und roh verspeisen. Oder da. Mich speisen? Habe ich richtig gehört? Dieser Sith will mich essen. Nee, ja, das habe ich auch gehört. Werdet ihr uns tatsächlich essen, wenn ihr uns getötet habt? Boah, ich. Und dann nehme ich eure Knochen als Zahnstocher. Ich kann nicht für meinen brutalen Partner sprechen, aber ich und meine Männer, wir verzichten. Ich bekomme nicht genügend bezahlt, um gegen ein Monster zu kämpfen. Ich verschwinde, Sith. Was ein Feigling. Ich auch nicht als Frühstück enden. Wir verschwinden, Jungs. Hä, lol. Ich dachte, wir müssen jetzt kämpfen. Machen wir auch noch. Für einen Rückzug ist es zu spät. Ah. Jeder kämpft für sich selbst! Hehe. Attacke! Ich habe mich andauernd verklickt, darum konnte ich jetzt meine Skills nicht machen. So, wir wären jetzt auch ohne Kampf hier rausgekommen, wenn ich die nicht noch angegriffen hätte. Ich heil dich egal. Doch! Aber es war witzig, wie die voll Schiss hatten und ich gedacht, ich muss essen. Dabei sind die viel zu eklig, um die zu essen. Noch mehr hinterhältige Angreifer im Anmarsch! Ach, jetzt kommen noch mehr, oder was? Vielleicht könnt ihr sie aufhalten, während meine Männer und ich fliehen und den Gefangenen zu Lord Baras bringen. Das heißt hier vielleicht den wahren Kämpfern. Na los, Männer, lauf, Schritt! Jetzt wird geschlechtert. Hat das was mit Geschlechtern zu tun? Ja. Aber wie schnell die alle tot sind. So schnell kann ich überhaupt nicht reagieren. Ja. Soll immer, wenn ich irgendwas machen will, sterben die gerade. Tja! Voll kacke. Oh. Aber wir müssen jetzt zu Darth Wurst zurück. Die Leinchen. Ja. Sonst weckerst du mich immer an, wenn ich das sage.
Ja, ist ja auch voll blöd eigentlich. Aber uneigentlich nicht. Paddyline, ich mach das nicht im Let's Play, sonst nennen mich die anderen auch noch so. Jetzt hab ich's aber gerade schon so gesagt. Anstatt Meister nenn ich mich jetzt nur noch Paddyleinchen. Master of Pettiness. Nein. Fletcher LP. Was? Fletcher LP. Fletcher. Fletcher. Ist hier nicht auch irgendwo noch eine Quest hier unten? Ja, hier ist eine, aber die kriegen wir ja später. Achso. Hier gibt's den ersten Kopfschutz. Ich habe ja schon meine Kapuze. Meine Kapuzi. Ja, aber die zählt nicht als Kopfschutz. Ich weiß. Aber sie ist kapuzig. Achso, sie ist kapuzig. Wo musst du jetzt hin? Zu Darth Wursti. Weil du musst nochmal zurück und ich aber noch nicht. Ja, ich weiß. Aber ich werde jetzt auch als nächstes in das Gebiet geschickt, wo du jetzt hin musst. Wie du immer mehr zu tun hast und dadurch Vorteile. Genießen Sie ja Ihren Aufenthalt. Ich habe mal kurz resettet das. Achso, ich bin schon losgeflogen. Ja, ist kein Problem. Ich flieg hinterher. Kannst schon mal vorlaufen. Ich bin fliegst mir hinterher, das gefällt mir. Mir ist noch nie wer hinterher geflogen. Was? Kann ich wenigstens auf deinen Hintern gucken. Toll. Ich flieg das bei einem Kerl gar nicht. Das ist doch aber ein Männernhinter. Ein Männerhinter. Ein Männernhinter. Hallo, wie war das eben? Ja. Ja, du bist ja schon vorgelaufen, als hab ich gewartet. Hä? Du hast gerade gesagt, du bist ja schon vorgelaufen, also habe ich gewartet. Ja, du bist schon vorgelaufen, also bin ich hinterher geflogen, meine ich. Genauso wie vorhin das bis gleich. Du schreibst ja bis gleich, meint aber eigentlich bin wieder da. Ja, ich war Abendessen und wollte sagen, bin wieder da und schreibt bis gleich. Das war so geil. Und ich dachte nur, hä? Was? Du hast es dann selber gemerkt. Ah, da wusste ich, steht jetzt woanders. Bei dem, wo er vorher wen gequält hatte, aber der ist jetzt Franklin weg. Franklin hat mich von einem Hinterhalt am Flughafen unterrichtet. Offenbar werden wir besser beobachtet, als ich dachte. Ich habe eine Erschütterung der Macht verspürt. Sie droht meine Träume zu durchkreuzen. Ich dachte, das war schon. Eine gravierende Bedrohung, die meine gesamte Machtbasis einstürzen. Ja, ich verwechsel gerade Brylek und so. Also ich habe ja auch im Sith-Krieger. Mit dem man mich gerade verwechselt. Er beinahe meinem am besten integrierten Spion auf Nar Shaddaa auf die Spur kam. Einem meiner Unsichtbaren. Die Macht gewährt mir eine Vision von Untergang. Und schon wird mein Spion, der keinen Fußabdruck hinterlassen hat, keine Spur, beinahe enttarnt. Das macht mich rasend. Warum jammert ihr, statt etwas dagegen zu unternehmen? Oh, ich werde etwas unternehmen. Etwas, was ich besonders gut kann. Folter. Ach so. Ich muss erfahren, was den Agenten der Republik auf die Fährte gebracht hat. Er ist der Schlüssel zur Aufdeckung dieser Bedrohung. Nun, während ich den Gefangenen auftaue und schmerzhaft jeden Tropfen Information aus ihm heraushole, habe ich ein paar Angelegenheiten, die deine besonderen Talente erfordern. Verführung. Ja, das kannst du ja besonders gut. Es drängt mich nach mehr Taten, also kommen wir zur Sache. Tja, kein Frieden für die Bösen, schätze ich. Gehe zuerst zum imperialen Posten im Dschungel vor der Stadt. Commander Pritch ist dort stationiert. Er hat eine Ausschaltmission für dich. Muss ich Licht ausmachen? Ich nehme von Lakaien keine Befehle entgegen. Pritch versorgt dich lediglich mit Informationen, meine Schülerin. Ich muss mich nun diesem erbärmlichen Agenten der Republik zuwenden. Verlier keine Zeit. Ich habe noch mehr Aufträge für dich, wenn du damit fertig bist. Du kannst gehen. Okay. So. Das wollte ich auch gerade sagen. Und ich krieg Schuhe. Neue. Sogar gute. Obwohl, nö. Nee, ich nehme die Dortmund Chaos Auszeichnung. So. Dann kannst du ja abgehen. Wir müssen zum Dortmund Chaos Baumaffen. Was?
Nein, müssen wir nicht. Ich wollte gerade sagen, wir müssen doch gar nicht zum Raumhafen. Also zur Info, Baumaffe wird hier der Raumhafen genannt. Ja, anstatt Drum und Kars Raumhafen sagen wir immer Dortmund Käs Baumaffe. Ich weiß aber auch nicht warum. Ich glaube, das hatte mal irgendeiner in den Chat geschrieben und ich fand das lustig. Das mit Dortmund Käse war von mir. Ja, das hat der geschrieben im Chat. Vielleicht war ich das ja. Nein. Okay, war ich auch nicht. Arturo, wieso ist Arturo grün? Ist der etwa für PvP markiert? Kann er nicht anklingen. Zitadellen-Taxi. Was? Nichts. Was hast du denn? Joho, sicher. Welches Level ist denn die Quest? 12, okay. Ich habe übrigens absolut gar keine Ahnung, wie lange wir schon aufnehmen. Mindestens eine Viertelstunde. Ja. Wir können ja mal eben dahin laufen, wo wir hin müssen. Und dann machen wir da kurz eine Pause und dann machen wir noch ein Part. Wir machen jetzt schon auf dem Weg dahin, wo wir hin müssen, total viele Quests. Dann nicht. Ja, wir kommen jetzt auf den Weg dahin noch an einem kompletten Questgebiet vorbei. Ja, dann machen wir die halt noch nicht jetzt, sondern im nächsten Part. Und machen hier vor der Stadt kurz Pause. Na gut. Weil hier regnet so schön, es ist romantisch. Auf einmal ist Regnen romantisch. Ja, nur nicht dann, wenn du es sagst. Ach so, wenn ich sage, ist nicht romantisch, auch so. Ja, die Dinge, die du meinst, sind nicht romantisch. Ja, so ein Candlelight-Dinner am Regen ist doch romantisch. Da im geht Regen ja die Kerze nicht aus. Romantisch. Im Regen ist alles romantisch. Nein. Doch. Nein. Regen ist Instant-Romantik. Nein. So. Ja, nass. Zeig drauf. Ja, aber rumknutschen im Regen, da wird man auch nass. Ja, aber das ist nicht schlimm. Ach so, das ist nicht schlimm, aber Candlelight-Dinner ist blöd. Ja, dann geht doch die Kerze aus. Oh, nimm mal eine elektrische. Elektrische Kerze, ist ja unromantisch. Mann, den Frauen kann man es auch nicht recht machen. Nee. Oh. Das ist schon mal eine sehr wichtige Erkenntnis. Na, dann machen wir jetzt hier eine Pause. Eine Pause. Ja. Und genießen die Romantik hier im Regen. Ja, und aber du stehst mir im Rücken zu mir, toll. Weiter mit dem nächsten Quest-Gebiet. So, besser. Wenn du dich jetzt noch hinkniest, ja. Okay. Warte. Hi. Hi. Du Sau. Immer musst du Schweinkram machen. Ja, was denn? Nun, warte, wenn ich Schweinkram machen würde, würde ich noch einen Ticken näher rangehen. So, dann. So, ja. Na, aber nur, weil du es jetzt gesagt hast. Wir sollten jetzt mal die Pause machen. Ja, also bis dann. Also bis dann, ciao Leute. Tschüss.